Wenn der Film Interstellar tatsächlich so realistisch ist, warum sieht dann das schwarze Loch im Film so unterschiedlich aus als das echte Bild von einem echten schwarzen Loch? Und wer kann die Frage besser beantworten als der Mann, der hinter der gesamten wissenschaftlichen und physikalischen Korrektheit hinter dem Film steckt? Die Rede ist von Physiker und Nobelpreisträger Professor Kip Thorne. Er erklärte das in einem seiner Vorträge folgendermaßen. Hier ist eine Möglichkeit zu verstehen, was vor sich geht. Die Kamera für den Film Interstellar befindet sich in der Nähe der Ebene der Scheibe. Und so sieht es in Interstellar aus. Aber wir werden die Kamera zum Nordpol verschieben und sehen, was passiert. Es ist ziemlich offensichtlich. Du verlierst die Querstange. Und dann machst du die Dinge etwas unschärfer. Denn die Radioastronomen haben keine sehr gute Winkelauflösung. Wir sehen also, es ist alles nur eine Frage der Perspektive.